fully untethered, holographic computer. HoloLens is real. Mit Windows Logo natürlich. Will be available in the Windows 10 Wahnsinn. Anders kann man dazu gar nicht sagen. Geiles Teil. You guys want to take a look at what's inside? Stell dir vor, die kündigen das für nächstes Jahr an. Holographic high definition lenses. This is how we can see holograms. Ein bisschen schöner hätten das Ding schon verpacken können, das mit so einem weißen Tuch. Than ever before. Also Microsoft HoloLens heißt das System also. So we can hear holograms. Sieht aus wie so eine Pilotenbrille. It has advanced sensors to capture information about what we're doing and the environments we're in. Now HoloLens. Würde mich mal interessieren, wie es ausschaut mit Strahlungswerten am Kopf und so. Ich denke mir auch ein ziemliches Thema. Ja. To handle all the processing required to understand the world around us, we had to go beyond. Lustigerweise, auf vielen Seiten, wo man so Handys nach den Strahlenwerten vergleichen kann, ist irgendwie Samsung immer ganz vorne bei den niedrigen Werten. Processing unit. The HPU gives us the ability to understand where you're looking. Ja, das ist halt auch so ein Ding, du trägst dieses Gerät die ganze Zeit am Kopf, auch wenn ich eigentlich nicht so an dieses ganze Zeug glaube mit den Strahlen, aber es muss ja nicht unbedingt sein, ne? Also wenn es jetzt wirklich schädlich wäre, es ist ja weder nachgewiesen, dass es nicht schädlich ist, noch dass es schädlich ist, ja, da ist dann auch nicht so toll. Naja, eigentlich sind wir sowas wie WLAN und so, ja, da sind wir eh schon zum Teil davon umgeben. Ja, du kannst dem kaum entfliehen, sag ich mal, in den Städten sowieso nicht und auf dem Land mittlerweile auch nicht, also da musst du schon wirklich ziemlich weit in die Pampa rauswagen, dass du keinen Funkstrahl mehr hast. Es gibt eine neue Holographic Processing Unit, nennt sich das Ganze. Die eben nur für die Berechnung von den Hologrammen zuständig ist. Also quasi eine HPU oder HPU. More valuable, more immersive and more personal. Let's listen to what soll in Echtzeit, also soll das garantieren, dass es in Echtzeit wohl funktioniert. About the possibilities. Und wie viel wird das kosten? Gut, da ist noch nichts Sache, was ich das jetzt gerade gesehen habe hier. Da werden sie auch noch nichts sagen können, weil die nicht wissen, wie viel da abgenommen wird und was die Produktion kostet, wahrscheinlich in Masse. Ist ja noch nicht fertig. Naja, wenn die schon Ausstellungsstücke haben, müssen die es ja schon wissen. Naja, das ist ein Prototyp eigentlich. Ja, aber ungefähr müsste man es ja wissen dann. Weil ich meine, so viel billiger wird die Technik jetzt auch nicht. Nee, wahrscheinlich eher teurer. Also, man weiß auch nicht, wenn das Ding wirklich noch 2 Jahre in der Entwicklung braucht, was dann für CPUs eingesetzt werden und was auch immer ja. Für Hardware. Also das kann man immer noch schlecht sagen. Der Preis war eigentlich immer gleich. Also wenn neuer Prozessor meistens im Normalfall rauskommt, kostet der genauso viel wie der alte meistens. Ja, naja, müssen wir mal schauen. Also ich nehme an, dass die noch so wenig Infos wie möglich weitergeben, weil sie eben noch... Ich denke mal, die stehen noch ganz am Anfang. Also das, was sie hier zeigen... Kann ich nicht glauben, dass die wirklich schon so weit sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie fehlt mir so eine Kooperation mit Nokia und Microsoft. Ja, stimmt, das fällt alles so ein bisschen unter den Tisch. Ja. Nokia hat ja auch schon berichtet, dass sie angeblich eine neue Technologie gefunden haben. Damit können die Akku sparen. When you've got 1000 different people from all different backgrounds with all different types of experience. Aber irgendwie muss man auch wirklich sagen, egal ob es jetzt Google ist mit Motorola oder Microsoft mit Nokia, irgendwie werden ja die Hersteller, die Handyhersteller, die von solchen großen Konzernen aufgekauft werden, werden irgendwie nicht glücklich. Also Motorola wird ja, glaube ich, jetzt schon fast wieder abgestoßen von Google und also irgendwie das war jetzt nicht so der Bringer. Your digital life. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Guten meistens untergehen und sowas wie Samsung einfach weiterlebt, ohne Probleme.
Ich finde Samsung echt schlecht. As you just saw, holograms are being sculpted by some of the most creative people around. But holograms are not just for creative people. They can unleash the creativity in all of us. Remember the first time you experienced. Ach, damit kann dann auch jeder einen PC zusammenbauen. Those timeless experiences, ja, ne? Let you discover what a mouse and keyboard world felt like. In that same timeless fashion, we wanted you to discover what a holographic landscape feels like. So we created. Das wird auch bestimmt interessant, wenn man sich Möbel kaufen will. Da kann man ja vielleicht ja, so kann man sehen. Sie anzeigen lassen, im Zimmer schauen und so. It allows you to 3D print them and then share them with the world. Ja, stimmt. Das ist, denke ich mal, auch ein Anwendungsbereich. Oder beim Friseur zum Beispiel, dass du dir die Frisur schon mal auf den Kopf mehr oder weniger. Wobei ich denke, das wird schwer, wenn du die Brille auf dem Kopf hast, aber dich dann selber angucken musst. Hi Lorraine. Hi Alex. Ja gut, das stimmt. Aber vielleicht der Friseur, der dich anguckt, kann dann irgendwie auf dem Bildschirm oder so, könnte ich mir vorstellen, dass sowas geht. Mal ganz lustig, vielleicht so eine Anekdote. Er vergleicht gerade dieses neue Holograms mit, wie wenn man das erste Mal Microsoft Paint öffnet. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen an Giga. Ja stimmt, bei Giga, wo sie das Tool Microsoft Paint vorgestellt haben. Ja, das war mit Kevin Körber damals noch. Das war ein Klassiker. Holographic, eine neue Version von Paint ist übrigens auch überfällig. To this holographic landscape than our very own Terry Myers. Ich meine, die sollten eigentlich Transparenz unterstützen. And look how well in pin Terry is. Now remember, Lorraine is seeing the hologram in space in real time. Shall we play it? Die wollen mir nicht sagen, dass es nicht gescriptet ist. Wow. Nice work, Windows 10. I'm a freaking hologram. Welcome to Windows Holographic. Windows knows exactly where Lorraine is looking. And with a simple gesture, Lorraine can launch HoloStudio. With HoloStudio, anyone can create personalized 3D creations in just minutes. Creation. Lorraine is going to create our very own customized quadcopter. Mach das mal in der Fußgängerzone. Alter, das erinnert mich gerade an Nosferatu TV, wo die Bordsteinkante so irgendwie, weiß ich nicht. Ja, also das ist schon ziemlich spooky, aber ist auch irgendwie cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch für Admins ist es richtig geil. Gehst durchs Rechenzentrum, kannst gleich die tippst einen Server an, also ja, tippst ihn natürlich wirklich an, und dann kriegst du dann auf einmal zu sehen, Serverauslastung, so, boah, das ist mega. Glue touching. Okay, let's get some color on this. Das wird natürlich produktiv klasse, aber Privatanwender natürlich nicht so toll. Ja, aber für Privatanwender, die gucken darüber Filme, die spielen damit, sowas halt, ne? Ja. Das ist für Privatanwender interessant. Oder kriegen Informationen, wenn sie irgendwo hingucken. Ich denke da auch an Hausautomation, dass man zum Beispiel nur die Heizung antippt und man sieht gleich, okay, die Heizung steht auf so und so viel Grad oder so. Das sind schon coole Sachen auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich ja ein Handy dabei habe, immer zu Hause zum Beispiel, dann brauche ich ja zu Hause nicht, wenn ich Film gucke, eine Brille auf dem Kopf zu haben, kann nämlich den Fernseher anstrahlen, mir ist zu kalt, ich mache über das Handy die Heizung. Ja, natürlich, aber das ist alles nicht so elegant, sag ich mal, wie über diese Brille. Ja. Weil du musst dann immer das Handy in der Hand halten, die Brille hast du einfach aufgesetzt und siehst dann deinen Film. Und das ist schon, das ist natürlich dadurch auch Kino-Feeling. Wenn die Qualität passt, dann ist das natürlich richtig genial. Ich meine, da muss man sich ja gar nicht bewegen. Behave just like real world objects. Okay, I'm gonna get a few more pieces. Stell dir vor, manche Leute emulieren damit Popcorn. Go with this one first. Tja. I think I'll get this dome. Aber in echt essen sie Chips. And ich stell mir gerade vor. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier erwähnen kann. Nee, lieber nicht.
Doch, wir sind gerade live, weiß, David. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nee, ich meine nur generell. Ja. So. Schon, so. So eine generelle Sache. Ich meine, es gab ja auch schon mit der Google Glass irgendwelche Pornos, wie das dann so ausschaut, würde mich dann schon mal interessieren, so als Hologramm oder wie. Interagieren kannst mit den Darstellern. Ja, genau. Oh, das stelle ich mir sehr schlimm vor. Also jetzt so Kopfkinomäßig. Aber es ist durchaus denkbar. Und ich meine, wo ein Markt für da ist, wird es dann auch was geben, ne? Also. Ich frage mich, ob ich glaube, beim Autofahren darf man sowas aber nicht tragen, oder? Wie ist das mit Google Glass zum Beispiel? Keine Ahnung, du, da gibt es wahrscheinlich auch noch keine Gesetze für. Da gibt es wahrscheinlich noch keine Gesetzesgrundlage für sowas. Da, das wird auch noch ein bisschen dauern. Du weißt ja, wie schnell unsere Gesetzgeber sind bei sowas. Copy. Aber beim Autofahren wäre es echt nice. One more would look nice. Right. Good. Glue touching. Viel besser auch, wenn, falls zum Beispiel bei Autos rechts unten auf dem Display zu gucken. What do you think, Alex? I'm getting a good, was ich natürlich geil für, so, ja, sorry, Steffen, sorry. Red ruhig weiter. Was ich natürlich geil vorstelle, wenn jetzt mit dem Ding Straße läuft, schaust in den Himmel und dann zeigt er dir automatisch an, wie das Wetter wird, du schaust auf die U-Bahn-Haltestelle, dann zeigt dir an, wann nächste U-Bahn abfährt und so. Sowas ist natürlich schon, wenn sowas geht. Aber es ist Microsoft. Krass. Ja, klar. So we did. Stimmt, daran haben wir ja noch gar nicht gedacht. Drohnensteuerung mit dieser Brille oder so. Oder auch so RC-Modelle. Durchaus interessant. Also ich freue mich schon auf die ersten Testberichte von den ersten Testern. Was mich gerade interessiert, ist, sie sagen die ganze Zeit so einfach, aber das sieht gar nicht so einfach aus, wie sie das da macht. Ich glaube, das ist schon ein bisschen... Ich stelle mir das auch gerade vor, ich meine, die Frage ist, man kann ja angeblich da durchgucken durch die Brille, aber du guckst ja auch irgendwo auf Display oder sowas in die Richtung, mit diesem, damit es dieses Hologramm erzeugt wird, ob das für die Augen nicht auf Dauer auch anstrengend ist. Erinnert mich an dieses Teil von Nintendo, diese virtuelle Brille. Ja, keine Ahnung, aber ich meine, in Autos wird das ja auch mittlerweile verbaut. Es gibt einige Autohersteller, die so praktisch auf die Windschutzscheibe Sachen projizieren, die sonst normalerweise nur auf dem Bordcomputer angezeigt werden, damit man sich halt auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Das denke ich mal auch bei Autos so kann ich mir vorstellen, dass es ja so eine Art kleines durchsichtiges Display sein könnte. Wir haben mit Sicherheit so eine Spezialfolie, die halt dann auch Sachen anzeigen kann oder sowas in der Art. Oder es ist wirklich eine Projektion auf die Windschutzscheibe mit irgendwie, ja, eine Art Spiegel oder Laser oder irgendwas. Keine Ahnung. Müsste man sich jetzt schlau machen. In that very secret space, we've had the great honor to partner with one of the most innovative organizations in history. An organization that's accustomed to reaching for the stars. An organization that stellt euch vor, man braucht Treiber für diese Teile, weil es sie von allen Anbietern gibt, aber nicht immer eigene Software. At how holographic computing enabled by Windows 10 will fundamentally change how they think about exploration, discovery and collaboration. Thank you very much. OnSite is a tool that we're building in collaboration with Microsoft to connect scientists and engineers with the environment of the Curiosity Mars rover. Since we can't put our scientists yet physically on Mars, a technology like this allows us to investigate, well, what's possible if we can make them virtually present. This was the first time where I could basically do a 360 and see Mars all around me. I love the fact that people, when they first encounter this project, have a feeling of, wow, you know, I've lived to see this. Enttäuscht mich ein bisschen, dass wir nur Kommentare bis jetzt hatten. Also Leute, kommentiert. It was part inspiring and part just like, wow, I can finally do this thing that I really want to do. I could see using this every single day. It is a different way of exploring. That's transformational. Our plan is to deploy on-site to mission operations this summer and to be controlling rovers on Mars. Ah, that's Nutella. Ladies and gentlemen, please welcome Satya Nadella. Ich finde den Typ ehrlich gesagt langweilig, wenn er redet. What an incredible. Ja, es ist halt ein reiner Businessmensch. So, David, ich habe es übrigens mal angepasst. Das ist gut. Danke, Matze, dass du uns das gesagt hast. Das ist eine coole Sache.
progress is punctuated. Scheinbar waren wir nicht so gut. Jetzt gucken wir mal. Hör mal. Windows 10 and holographic computer. Kannst ja gleich mal mir nochmal sagen, ob es jetzt besser ist, wenn du uns noch zuhörst, Matze. What you just saw in terms of the experiences, many of you in the room here are going to experience more this afternoon. You're going to play Minecraft. You're going to be able to see Skype in a completely new way. They're just going to be mind-blowing experiences. Today's a big day for Windows, a big day for what it means to our customers, to our partners, and to Microsoft. It is about Windows and our innovation. My moments of category creation. It's about new categories. Windows 10 new and holographic computing and is one such moment. About new opportunities. What you just saw in terms of the experiences, many of you in the room here are going to experience more this afternoon. You're going to play Minecraft. You're going to be able to see Skype in a completely new way. They're just going to be mind-blowing experiences. Is incredible and humbling. Today's a big day. Big day for Windows. A big day for what it means to our customers, to our partners, and to Microsoft. Higher aspirations for Windows. It is about Windows. We want to move and our innovation needing going Windows. Forward. It is about choosing new Windows to new loving experiences. Windows. That is our and most goal of all about new Windows. Opportunities. Ich bin noch dran, was ist? Was ist? Dem habe ich schon geschrieben. David, man hört dich. An organization on the planet to be able to do more and achieve more. I've also talked about how we're going to go after that mission by focusing on things that we as a company can uniquely do and contribute. Being the platform. Ja gut, Totella verspricht viel. Mobile first, cloud first world. Ja, das ist aber auch ein ganz, ganz harter Hund. Also der hat erstmal richtig aufgeräumt bei Microsoft, hat erstmal ein paar Leute rausgefeuert. Naja, ich weiß noch nicht, was man von ihm halten soll. Keine Ahnung. Also ich habe mich aber auch mit ihm zu wenig beschäftigt, um da irgendwelche Aussagen zu treffen. Ich weiß nicht, was er für einen Background hat, was er davor gemacht hat. Keine Ahnung. Naja, ich habe gehört, er setzt so mehr auf, angeblich soll das nächste das Framework oder so Open Source werden. Ja, ja, das habe ich auch gehört, das war auch im Gespräch. Naja, mal gucken, ob das überhaupt zielführend ist, keine Ahnung. Ja gut, wenn Microsoft das Open Source macht, dann werden die Sicherheitslücken noch schneller bekannt. Die haben jetzt schon Probleme damit. Oder nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich schätze mal, der Typ bringt das schon weit bei Microsoft. Aber ob es die richtige Richtung ist, weiß ich nicht. About yourself, about your environment. And you want to be able to reason over all of that in a trusted way, so that you can enhance the very experiences across devices. Windows 10 ushers in an era of more personal computing in a mobile-first, cloud-first world. You saw the experiences throughout the day. It's not just a checklist of features. It's that design sensibility that allows us to put the more personal into computing. Dieser Typ hat mal bei Oracle gearbeitet. Also dann wahrscheinlich in Sachen Datenbanken ein bisschen fit, sollte man davon ausgehen, wenn er bei Oracle gearbeitet hat. Ja, stimmt's, der Nutella. Ja, genau, der CEO. Ja, ich habe schon gerade gesagt, dass der ist ja ein harter Hund, hat ja zig Leute entlassen, also was heißt zig Leute, ein paar tausend Leute will er abbauen, Stellen abbauen. Und er hat doch mal bei Sun Microsystems gearbeitet. Ja, Oracle, Sun, das ist ja alles so der gleiche Mist. Naja, Java, VirtualBox, irgendwie alles
nicht so toll. Ja, die Datenbanken, die sind schon nicht schlecht. Also das ist halt wirklich ein Konzern, der mit den Datenbanken lebt und da auch wirklich gut ist. Also Oracle-Datenbanken, die haben eine wesentlich bessere Performance als MS SQL oder MySQL zum Beispiel. Naja. Kann ich noch gar nicht. Ja, das ist ja eher was für die ganz großen Business-Leute. Zum Beispiel Kundendatenbank von der Telekom oder so. Das ist was, was zum Beispiel eher eine Oracle-Datenbank macht und was man nicht mit einer ganz kleinen, keine Ahnung, MySQL oder so abbilden kann. Und was hat dann Java bei denen zu suchen? Ja, das haben sie halt irgendwann mal auf den Markt geworfen und jetzt haben wir den Mist. Ich hab's nur wegen Minecraft. Wie, glaube ich, 90% der anderen Leute. It's much more fundamental than that. For us, it is about aligning. Ich soll lustigerweise Vierat im Stream grüßen. Ich sag mal Vierat T. Ja, dann sei gegrüßt von uns allen, würde ich sagen. Ja, bestimmt verlangt hier. Headset. For developers, it creates the broadest opportunity to target. For our partners, hardware and ja, jetzt ab jetzt wird's langweilig für mich. Software innovation drive hardware innovation. And lastly for Microsoft as it allows us. Ja gut, keiner hat gesagt, dass das durchgehend interessant wird. Das ist eine Pressekonferenz und da, naja, das ist halt eine ganz normale Pressekonferenz. Naja, aber man muss mit allen sagen, Höhen und Tiefen. Joe Belfiore hat das echt gut rübergebracht. Let's talk about Windows. Ja gut, er hatte, glaube ich, auch das dankbarere Thema. Ja. Wobei man muss sagen, der Typ war ja damals nur bei Windows Phone zuständig und jetzt auch für Windows PC. Hauptsächlich. Und zerstört damit Windows Phone und macht Windows auch kaputt. Ja, warum nicht? Also ich habe jetzt natürlich nichts gegen neue Sachen. Ich bin ja offen für neue Sachen. Ich fand Windows 8 auch super. Aber so bei Windows 10 geht es für mich schon zu weit. Ja, mal abwarten, wie viele Features da wirklich implementiert sind und wie das Ganze dann wirklich aussieht. Ich meine, die meisten Feature-Geschichten, die fallen dann erst mit der Zeit dem Nutzer auf und das ist ja nichts, was man jetzt direkt auf die Nase gedrückt bekommt und du musst es natürlich nicht benutzen. Ich meine, klar, Taskleist oder so, dem kann sich der normale Nutzer nicht entziehen, aber andere Features, ja, die muss er ja nicht benutzen, die sind halt da. Ja, aber sowas wie Benachrichtigungszentrale, ich schätze mal, da kommt man nicht drum rum. Vor allem diese Meldungen rechts oben, ganz ja, groß. Ja, aber das ist halt mittlerweile, es ist halt mittlerweile auf jedem Mobilgerät gibt es so eine Benachrichtigungsgeschichte. Und aber ich denke mal schon, dass diese Geschichte zukunftsweisend ist, ohne Mist. Also klar, man kann da kritisch sein, kann sagen, okay, wir hatten das davor auch nicht, aber ich denke mal, das Bewusstsein der Anwender ändert sich dann auch für den PC, dass der PC auch mal was meldet und irgendwelche Meldungen rausbringt. Ich denke da, dass die Experience einfach für den Nutzer ist dadurch auch ein bisschen besser. Naja, das bringt Vorteile, aber vor allem muss ich sagen, bei dem Mauswink, da hat Microsoft ja immer Probleme gehabt. Und wenn man so die neue TaskView anguckt, die sieht super aus, super für Touch, aber auf dem PC das X rechts oben zu erreichen, das finde ich immer noch kacke. Simply put, Windows is the best place. It's the home for the very. Ich hoffe, DirectX 12 kommt vollkommen für Windows 8. We are going to have. Also für Windows 8, denke ich mal, kann man davon ausgehen, Windows 7 wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Naja, aber Windows 7 hat ja auch keinen DirectX 11.1 richtig bekommen, sondern nur eine abgeschwächte Version. Ja, genau. Gleiches wie bei Internet Explorer.
Microsoft Account and Azure Active Directory. Ja gut, ich meine, das ist halt diese ganze von einem kommerziellen Betriebssystem, egal was es ist, ob es jetzt bei Mac OS ist oder bei Windows ist, da wird es halt immer so bleiben. Das soll dann ab einem gewissen Stand einfach nicht mehr updaten kannst. Das verstehen viele Anwender nicht, aber es ist ja irgendwo auch logisch, weil ich meine, Microsoft nutzt ja, sag ich mal, Schnittstellen, die ein altes Betriebssystem vielleicht gar nicht hat, für den neuen Browser oder für DirectX oder für den Windows Media Player und für die ganzen Features, wie sie auch immer heißen. Ich glaube ehrlich gesagt, das beim Internet Explorer war echt nicht nötig. DirectX kann ich verstehen, aber Internet Explorer, das war irgendwie Quatsch. Die haben ja eh nur die Web Engine aktualisiert in letzter Zeit. Ja, aber du wirst lachen, was mittlerweile alles über den IE läuft. Also viele Applikationen greifen auf die API zurück von Internet Explorer. Und wenn du das dann einfach so austauschst, ja, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht im Business-Bereich jetzt eher als Sysadmin, dass dann eben vieles nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich soll. Ah ja, stimmt, da kommt wieder dieser Anwender-Effekt. Alle beschweren sich, nach dem Update geht nichts mehr und naja. Personal Experience. Ja, ich sag mal so, das ist halt oftmals auch das Problem. Viele Firmen würden ja gerne auf ein aktuelleres Windows, aber eben die Software ist viel zu alt. Und viele Programme, die man jetzt schon seit zig Jahren einsetzt, die tauscht man halt nicht einfach mal von heute auf morgen um, weil da halt sehr viele Datenbestände vielleicht drin sind. Und so, das ist halt immer dieser Irrglaube, weil viele immer denken, ja, naja, dann warum stellt die Firma nicht gleich um auf Windows 8, Windows 10 dann meinetwegen irgendwann. Es ist nicht so einfach, wie sich das für einen Privatanwender anhört. Hört und sagt jemand, der halt tagtäglich in der Firma damit zu tun hat und so eine Migration auf eine aktuelle Betriebssystemversion, die kann schon mal je nach Firma natürlich mehrere Monate bis hin zu Jahren dauern. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Deutsche Telekom oder irgendwelche, ich weiß gar nicht. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel hier ein lokales Beispiel bei uns, die Polizei hier in München ist momentan auch dabei und die haben das große Problem, dass die meisten Laptops eben einfach nicht mehr auf Windows 8 laufen oder läuft nicht mit Windows 8. Das ist natürlich auch mal ein großes Hindernis. Ja klar, du musst natürlich neue Hardware anschaffen, das kostet alles Geld und ja. Oh ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele bei XP bleiben. Entweder Hardware zu gut oder sie sind immer noch zu dumm. Ja, das Problem ist halt bei Windows XP halt dann auch irgendwie, sag ich mal, dass viele Programme dann... Hat eine Lumia-Zahl gesagt? Hat das jemand mitbekommen? Hat er 935 gesagt? Du, ich habe jetzt gerade überhaupt nicht aufgepasst. Ich war gerade total... Ich auch nicht, hast du in unserem Gespräch hier. Heieiei. Er labert sogar jetzt bei Candy Crush. War Candy Crush. Oder hat es erwähnt? Das Spiel ist natürlich ein Musterbeispiel, was irgendwie wie ein Pickel ist. And I know that that's what everyone feels. What you saw from Terry to Joe, Phil, Hyatt, Alex and everyone else. That's the passion that drives us. Windows unlike any other product. Heute ist übrigens die Seite WP Area zum ersten Mal schnell mit den Nachrichten. And so we are really looking forward. Tja, weil heute Microsoft-Pressekonferenz ist. Und ich glaube, die Artikel sind nicht mal lang. Ist wie immer gilt, wer am schnellsten ist, bekommt am meisten Fame. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man mal so die News-Ticker durchguckt, wie schnell die ganzen Seiten dabei waren mit Windows 10 wird fürs erste Jahr kostenlos für den Anwender, war Wahnsinn. Und das ist halt da jetzt genauso mehr oder weniger. Und ja. Also bei mir auf meinem PC lädt der Stream überhaupt nicht mehr. Zum Glück läuft er auf unserem Streaming-Server, läuft er noch flüssig. Wie sieht's bei euch aus? Läuft bei euch der Stream? Bei mir läuft alles perfekt. Bei mir läuft's, aber... Bei mir gar nicht mehr. Hat wahrscheinlich auch das schnellste Internet von uns allen, deswegen. 16K, ich und Steff. Ja gut, ich habe 50er Leitung. So, 16K. Das Dumme ist auch, bei uns geht nur DSL 25, an der Straße geht 50. To experience holographic Skype, holographic Minecraft, Holo Studio and NASA's application
to help their scientists walk on Mars. Das ist jetzt ganz interessant, wie die immer wieder das Bild zeigen mit dem Handy bis zum TV und jetzt ist da so eine riesen VR-Brille. Focusing on our hardware and software partners, they are building great applications and devices with Windows 10. We have our game developers conference. Boah, geil, die können Minecraft mit Holographic ausprobieren. So ein bisschen neidisch ist man ja schon, ne? Ja, ich kann es nicht mal mit Shader spielen. Ohne, das ist ein bisschen länger.